da gibt es auch schon das erste Artefakt auf diesem Planeten. Turianische Insignien gefunden. Es gibt keine Anzeichen für Überlebende. Bis auf eine verwitterte Flagge mit den Insignien der Nimines-Kolonie oder Nimines-Kolonie ist die Kapsel leer. Genau, die Fluchtkapsel, die hier einfach mal so in der Gegend rumsteht. Und ich habe schon gesehen auf der Karte, es gibt eine Forschungsbasis. Spätestens dort sehen wir uns wieder. Ein Dresch und nicht schon wieder. Ach du Kacke. Womit habe ich das nur verdient? Womit? Schießt er auf uns? Ja, sieht so aus. Zumindest versucht er es. Irgendwie klappt es aber nicht so richtig, glaube ich. Habe ich auch nichts gegen. Dann können wir ihn nämlich gemütlich totschießen. Oh, schaut mal, 11.000 Credits gibt's für die Tötung des Dreschchens. Wahnsinn. Gut, wäre, also wenn das so läuft, dann nehme ich das gerne hin. Dann ist das in Ordnung. Ich habe auch schon mal die Begegnung mit einem Dreschschlund nicht überlebt. Da bin ich ihm zu nahe gekommen, als er angegriffen hatte. Als wir die erste Begegnung hatten, sind wir ja auch ziemlich nahe gekommen. Dann haben wir offenbar nicht angegriffen. Und ja, das ist nicht so gesund, wenn man hingeht und der angreift. Dann ist es nämlich vorbei. Mit einem Schlag. Genau so sah das damals aus. Ich gehe aber noch nicht zur Forschungseinrichtung, sondern klappe erstmal das andere ab, die Forschungseinrichtung als letztes. Wir sehen uns. Okay, wir sind noch nicht an der Forschungsstation, sondern wir haben hier eine Anomalie und diese Anomalie ist ein Transmitterturm. Deaktivieren wir ihn nochmal. Entdeckung! Dieses Gerät überträgt Signalbündel mit dem geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so vehement gestört, dass sie in der Nähe abstürzen. Oho. Dann schalten wir das Ding nochmal aus. Ist vielleicht besser so. Gerade eben habe ich schon gesehen, bei einer Sonde, die wir nicht knacken können, weil wir da die Elektronikfähigkeit brauchen, gab es Trümmerjäger. Das heißt, ich vermute mal, diese Trümmerjäger haben dann auch dieses Ding installiert, eben damit die Leute abstürzen und die Jägerchen dann sich auf die Trümmer stürzen können. Aber gut, wir machen erstmal zur Forschungsbasis rüber und schauen mal, ob die Leute dort überhaupt noch leben oder ob dort die Trümmerjäger auch Einzug gehalten haben. Und da sind hier wir auch schon seit einer Weile niemand mehr. Ist das so? Woran siehst du das denn auf die Schnelle? Es könnte auch sein, dass die Leute sich in den Häusern verstecken. Aber gut, wenn du das sagst, dann wird das wohl auch so sein. Garrus weiß eben Bescheid. Von mir aus. Ist mir recht. Wir sammeln trotzdem mal ein, was wir finden können. Was wahrscheinlich nicht so viel sein wird. Da drüben war ich drin, ne? Dann muss ich hier noch. Nehmen mal an, die Türme können wir nicht weiter untersuchen. Und dann müssen wir mal schauen, da hinten war noch ein Haus, in das wir rein. Oder, ja, was heißt ein Haus? Ich glaube, das ist irgendeine Mine oder sowas. Wo wir reingehen können. Ich nehme mal an, dort werden wir dann ein paar Infos mehr erhalten. Vielleicht sagt uns aber auch die Computerkonsole etwas. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. Wir sollten uns mal an der Ausgrabungsstätte umsehen. Dort könnten einige Antworten zu finden sein. Ist in Ordnung. Lässt du mich raus? Garrus? Garrus, du stehst im Weg. Garrus! Geh zur Seite! Ich komm nicht weg. Garrus! Lass mich raus! Oh, danke schön. Grandios. Gut, wir sehen uns bei der Ausgrabungsstätte. Und da sind wir auch schon. Die war gleich nebenan, also eigentlich hätte ich es auch fast laufen lassen können. Aber jede Sekunde ist kostbar. Wir müssen ja nicht Zeit verschwenden. Gut, und diese Art von Aufbau kennen wir ja schon von diesem Rachni-Bruthaufen da. Das wird wieder genauso aufgebaut sein und ich vermute mal, es wird genauso kampfreich werden. Hier wachsen komische Sachen. Okay, schauen wir mal. Wer will diesmal sich mit uns duellieren hier? Husks. Sag bloß. Husks, wie süß. Geht ihr bitte rechts rum? Nee, die rennen im Kreis. Was machen die denn? Ah, die kommen hier vorne durch. Ah. So. Kleinen Freiflug gewinnen hier mal.
sehen schon, in Massen sind diese Husks doch etwas ungemütlich. Das kann dann schon mal vorkommen, dass die einem auf die Nerven gehen. So, Garrus darf auch mitkämpfen. Also, ich weiß nicht, warum er gerade nicht mehr wollte, aber... Gut, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut, können wir auch machen. So, und jetzt tötet mal hier. Davon habe ich schon gehört. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Mhm, das kennen wir auch schon. Was immer sie gefunden haben, ist schon lange nicht mehr hier. Tja, diese alte Technologie, die haben wir schon mal wo gesehen. Nämlich, oh, ich glaube, jetzt habe ich Garrus gerade einen verpasst, aber richtig. Denn die haben wir schon mal gesehen, und zwar auf Eden Prime. Mal schauen, ob hier noch mehr davon kommen, aber ich glaube bald nicht. Gut, kommen wir denn hier rein, ist die Frage. Ja, oho, kommen wir. Oh, die kommen gleich von allen Seiten. Das ist ja freundlich. So, oh, 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 was? Achso, ich hänge fest. Oh, ich glaube, jetzt habe ich Garrus hochgejagt. Naja. Das war auch nicht so hilfreich. Lass mal schön meine kleine Tali in Ruhe. Okay, Tali hat es auch erwischt, aber was soll's. Damit ist der Verbleib des gesamten Exogeny-Forschungsteams geklärt. Sie wurden mit Hilfe von Vorrichtungen, die jenen auf Eden Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Husks transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Geth-Gebiet entlegenen Welt begraben wurden, bleibt ein Rätsel. Tja, wir werden es natürlich in späteren Folgen noch erfahren. Ihr dürft wieder aufstehen, Leute. Sorry, Tali hat nicht gereicht. Jetzt aber erstmal wissen wir es nicht, denn die Geth waren es nicht. Die Geth sind hieran nicht beteiligt gewesen. Denn es hat nichts mit den Geth zu tun. Aber das wird an dieser Stelle noch nicht ersichtlich. So, wir sammeln noch kurz die Sachen ein. Mehr wird es hier nicht geben, und damit ist auch dieser Planet abgehakt und wir sehen uns im nächsten Sonnensystem wieder. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. So, so. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Wir haben ein Problem, bei dem wir Ihre Hilfe benötigen. Eine Gruppe fanatischer Biotiker hat den Vorsitzenden des Parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien entführt. Der Frachter wurde beschädigt und treibt im All. Fliegen Sie dorthin und kümmern Sie sich darum. Diese bösen Biotiker wieder. Also die sind echt... Ich weiß auch nicht. Irgendwie immer, wenn irgendwelche Menschen austicken, außer Kontrolle geraten, sind es immer Biotiker, habe ich das Gefühl. Mit welchem Widerstand muss ich rechnen? Die Biotiker wurden beim Beladen des Frachters beobachtet. Rechnen Sie mit Fallen und Kampfdrohnen. Nichts, womit Sie nicht fertig werden. Was wollen die Biotiker? Es sind L2-Biotiker und die meisten leiden unter starken Nebenwirkungen der Implantate. Das Unterkomitee des Vorsitzenden hat vor kurzem entschieden, dass keinem L2-Biotiker eine Entschädigung gewährt wird. Offenbar wollen sie, dass es sich der Vorsitzende noch einmal überlegt. Welche Priorität hat die Rettung des Vorsitzenden? Ich würde es vorziehen, wenn sie ihn retten. Aber wir müssen deutlich machen, dass diese Taktiken nicht ziehen, Commander. Ihre oberste Priorität ist, die Biotiker zu neutralisieren. Verstanden, Admiral. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Ich übermittle Ihnen die letzten bekannten Koordinaten des Frachters. Viel Glück. Fünfte Flotte, Ende. Ich glaube, diesmal werden wir nicht drum herum kommen, hier auf der MSV Ontario auch mal ein bisschen gegen Biotika kämpfen zu müssen. Ich habe übrigens jetzt gerade, als ich die Mine, diese Ruine leer gemacht habe, wo die Husks drin gekrochen sind, herumgekrochen sind, eine neue Rüstung für Shepard gefunden und auch eine für Tali. Ihr habt beide angelegt. Die für Tali sieht genauso aus wie die vorher. Aber Shepard bin ich endlich, habe ich endlich von diesem hässlichen Militärlook loseisen können. Die war schrecklich, die Rüstung anzusehen, finde ich. Aber jetzt sind wir sie los. Ich schaue nur noch mal kurz hier, ob nicht irgendwo noch was versteckt ist. Diesmal nicht. So, Nepnemu hat was für uns zu erkunden, allerdings bloß ein bisschen. Ich habe bloß seltenes Element gelesen, irgendwo stand was mit Mond. Leider habe ich es gerade zu schnell weggeklickt, um zu erkennen, was es war. So, hier haben wir auch noch was zum Erkunden. Proteanische Datendisk gefunden. Beim Scannen von Jun Tauma haben sie einen uralten, fast schon verrotteten Frachter im Orbit gefunden.
Ihr Bergungsteam ging an Bord und stellte fest, dass das Schiff von Piraten angegriffen worden sein muss. Es befanden sich kaum wertvolle Dinge an Bord, aber das Team brachte immerhin einen proteanischen Datendisk mit zurück. Immerhin finde ich gut, also ich meine, diese proteanischen Disks sind doch unheimlich wertvoll, denke ich. Warum haben die Piraten das zurückgelassen? Na gut. Die Ontario ist ein menschliches Modullastschiff der Kowloon-Klasse, das für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff fliegt mit höchster Geschwindigkeit in die Deckung eines Asteroiden-Clusters. Registrierung Privatgesetz. Citadel-Station. Los geht's. Wir gehen, weiß ich nicht, nehmen wir wieder Garrus und Tali mit? Ich glaube, ich nehme mal Liara mit und ich nehme mal Rex mit. Komm, wir nehmen mal zwei andere. Haben wir mal ein bisschen Abwechslung dabei. So, können wir die auch mal ausführen. So, da wir gegen Biotika kämpfen, dachte ich mir, können wir ja mal was anderes probieren. Wenn wir hier irgendwas zum Öffnen haben, was wir nicht aufkriegen, dann muss ich halt gleich nochmal zurückkommen, ohne dass ihr dabei seid. Und dann hole ich mir das noch fix. Auf jeden Fall speichern nicht vergessen. Gut, nochmal speichern nicht vergessen. Auf das Loch. Gegen Biotika zu kämpfen, ach, schrecklich. Das wird unschön. Das wird so unschön. Eindringlinge, tötet die Geisel! Ach du Scheiße. Das habe ich schon wieder gar nicht mehr im Sinn gehabt, dass hier auch noch ein Zeit-Countdown ist. Was? Hallo, geht's noch? So, einmal hier mit der Handgranate rein. Einmal drauf. Neues Level erreicht. Sehr schön, sehr schön. So, die Biotika kriegen wir aber locker weg innerhalb der Zeit. Das ist nicht das Problem, stelle ich gerade fest. Das schaffen wir locker. Die halten auch weitaus weniger aus, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. So. Das war's schon mit denen. Ging doch recht fix, muss ich sagen. So, und dann schauen wir doch mal vorbei. Was denn hier so abläuft, ne? Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, ihrem Volk zu helfen. Tja, dann wäre das so, dass du auch stirbst, schätze ich mal, ne? Das würde dir, glaube ich, nicht so viel bringen. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber Sie sind gegen Entschädigungen. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. So, haben wir das auch gelöst. Vorbildlich plus 8 mal wieder. Ist das nicht schön? Okay, jetzt kann ich natürlich die anderen gebrauchen. Das ist natürlich ärgerlich. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Nö, nö, bist du nicht. Aber mit den anderen kann ich jetzt auch nicht mehr sprechen, wie es aussieht mit den Biotikern. Tja, ihre Freunde haben diesen Aufstand mit dem Leben bezahlt. Aber das scheint ihm ja nicht so viel zu machen. Hauptsache, er kriegt jetzt seine Entschädigung. Und ansonsten wäre das Leben natürlich auch überhaupt nicht lebenswert gewesen. Wegen der Entschädigung ändert sich natürlich alles. Jetzt ist alles besser. Ist logisch. Gut, ich werde gleich nochmal hierhin zurückkehren und die ganzen Kisten öffnen hier, die zu dechiffrieren sind. Zwei Stück sind es, glaube ich.
Und wir sehen uns dann in einem anderen Sonnensystem wieder. Ich glaube sogar in einem anderen Cluster, denn das hier müsste ich jetzt abgearbeitet haben. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Commander, wir empfangen ein Signal vom Hauptquartier der 5. Flotte auf der Zitadelle. Ich stelle es durch. Schon wieder. Commander Shepard, etwas Unangenehmes ist geschehen. Während des Erstkontaktkrieges haben wir zahlreiche Spionagesonden in den turianischen Raum geschickt. Eine von ihnen schickte uns eben die Nachricht, Mission ausgeführt. Aha, ist klar. Wo ist sie die ganze Zeit gewesen? Ich habe keine Ahnung. Unterwegs. Diese Sonden wurden nach dem Erstkontakt in aller Eile gefertigt. Das ist sehr merkwürdig. Und warum ist das so unangenehm? Als diese Sonden gestartet wurden, wussten wir nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Wir wollten nicht riskieren, dass Aliens unsere Technologie untersuchen. In der Sonde ist eine Atombombe eingebaut. Ein taktischer Sprengkopf von 20 Kilotonnen. Ungefähr vergleichbar mit der Bombe, die man im 20. Jahrhundert über Hiroshima zündete. Wenn jemand diese Sonde findet und damit herumspielt, ich muss wohl nicht weiterreden, Commander. Mir ist klar, dass man sich darum kümmern muss, aber ich habe niemanden, der für so etwas ausgebildet ist. Ich weiß. Ich würde Sie auch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Diese Sonden sind seit 26 Jahren als geheim eingestuft. Der Rat würde Fusionsbomben als gefährlich und verantwortungslos bezeichnen. Wenn man die Sonde findet, stünde die Allianz in der Kritik. Ich bitte Sie, weil die Normen die schnell und leise vor Ort sein kann. Sie müssen in den Voyager-Cluster. Ja, da bin ich gerade schon. Da sollte es nicht sein. Wir kümmern uns darum. Ach komm, was soll's. Wir kümmern uns darum. Wir fliegen sofort dorthin, Admiral. Und wir gehen diskret vor. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Viel Glück. Ja, fünfte Flotte Ende. Ja, ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun als Spectre, natürlich. Wir sind übrigens bei Amazon zu Besuch, wie ihr oben seht. Nein, das Sonnensystem heißt so im... Was ist das jetzt? Voyager Cluster, genau. Ist auch hier das einzige Sternensystem. Und da werden wir gleich landen, auf diesem wunderschönen roten Planeten. Vorher untersuchen wir noch alles andere und dann sehen wir uns wieder, sobald wir auf dem Planeten sind. Es sei denn, ich finde jetzt gleich noch hier irgendwas Besonderes. Okay, wir haben noch was gefunden. Turianische Insignien gefunden auf Sybin. Beim Scannen des Planeten Sybin haben sie ein großes Minenrasterfeld mit geosynchronen Orbit gefunden. Mithilfe von Navigator Presley konnte ihr Aufklärungsteam eine kleine unbemannte Sonde... Ja, es wird langsam schwer mit Sprechen. Ich spiele schon seit einer Weile jetzt. Mit den Insignien des Quadim-Außenpostens bergen. Wunderbar. Dann noch den hier hinten untersucht. Und... damit geht es ab, Stickstoff, wunderschön. Damit geht es ab auf diesen roten Planeten nach Agabinium. Der sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Eine Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Krypton, das klingt äußerst gesund. Wobei Krypton ja nicht weiter schädlich ist, ist ja ein Edelgas. Aber eine Atmosphäre nur aus Kohlendioxid, traumhaft. Ich mag diese riesige rote Sonne. Wir sehen uns, wenn ich was finde. Na, der sieht ja sympathisch aus. Entdeckung! Nachdem sie die Brandspuren auf der Tür des Antigravitätsbeschleunigers weggewischt haben, konnten sie den Unternehmensnamen Neso lesen. Dem Grad der Verkohlung zufolge liegt das Wrack nun schon seit dem letzten Strahlungshöhe... Was? Liegt das Wrack schon seit dem letzten Strahlungshöhepunktes? Das passt irgendwie nicht so ganz. Des veränderlichen Sterns hier. Die Leiche trägt einen teuren Raumanzug und etwas, das wie eine geschmolzene antike Pilotenbrille aussieht. Sollten wir jemanden Bericht erstatten? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Leichen über Leichen hier. Hier auch schon wieder eine Trümmerjägerleiche, die mir irgendwie nach einer Asari aussieht. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bergen wir mal, denn die scheint ein Artefakt zu haben. Das finde ich gut. Das nehmen wir mit. Turianische Insignien gefunden. Diese Leiche scheint weit weg von ihrem Zuhause und schon eine lange Zeit hier zu sein. Auf der Leiche liegt ein Buch mit Zeichnungen, darunter auch die Insignien des Sykla-Außenpostens. Und jetzt gehen wir zur Sonde. Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Machen wir so.
So, Sonde, Sonde, Sonde. Da hüpfe ich gleich mit dem Marco vor Freude. Wo liegt denn das Ding hier, ist die Frage. Oh, wir sind ja noch gar nicht richtig, stelle ich gerade fest. Wir müssen noch einen kleinen Berg hoch, was auch immer das dann hier darstellen soll. Man weiß es nicht so genau. So wirklich gegeben hat so der auch nichts. Aber hier sollte doch jetzt die Sonde liegen, ne? So. Dann schauen wir mal, was wir so machen können. Und bergen den Spaß mal. Ich hoffe, das ist auch die Sonde, die gemeint war. Scheinbar nicht, aber was soll's. Dann weiß ich jetzt auch nicht, wo wir hin müssen. Ach so, hier, Spionage-Sonde der Allianz. Wir sind bei der falschen Sonde gewesen und sehen uns gleich wieder bei der richtigen. Geronimo! Da ist der richtige Ort. Und wir landen etwas ungemütlich, aber das geht schon. Der Marco hat ja so eine traumhafte Flummi-Physik. Da kann man das schon mal machen. So, angekommen. Wir müssen mal wieder in eine Ruine reingehen. Das kennen wir ja mittlerweile schon zu Genüge. Und... Das Signal kommt aus einer Mine? Richtig. Verdächtig. Ganz Ihrer Meinung. Die Sonde ist nicht abgestürzt. Jemand hat sie hierher gebracht. Vielleicht wissen Sie nicht, was Sie da haben. Wir müssen sie finden, bevor sie losgeht. Ja. Ich glaube, die Leute wissen schon, was sie da haben. Denn meistens sind es irgendwelche Piraten oder so. Aber na gut, schauen wir mal, was hier so rauskommt. Man könnte das Ding ja auch einfach zünden und dann die Linie rauskommen, wer denn eigentlich dran schuld war. Ich bereite mich auf heftige Gefechte vor.